Leute und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 16. Und jetzt verrate ich euch ganz kurz ein bisschen was. Und zwar die nächsten paar Folgen, da geht es eigentlich nur um die Operationen. Und wir fangen heute an mit der Mastektomie, also die Brustabnahme. Und da wollte ich euch sagen, beziehungsweise dir sagen, dass es zwei verschiedene Schritte gibt, beziehungsweise zwei verschiedene Methoden. Und zum einen wäre halt eben der große Schnitt, das was man bei mir auch sieht, da geht es halt wirklich um die Brust halt rum, oder die kleinen Schnitte. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist einfach, wenn du große Brüste hast, kannst du zwar kleine Schnitte machen, aber das Ergebnis ist dementsprechend auch nicht so schön. Und üblich ist einfach bei kleinen Brüsten, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber ich denke mal bei Körbchengröße A, vielleicht B auch noch und alles, was drüber hinausgeht, da kommen schon die großen Schnitte. Wenn du große Schnitte hast, hast du einfach im Endeffekt ein besseres Ergebnis. Der Nachteil ist natürlich, dass die Narben viel, viel größer sind. Ich würde da auf jeden Fall bei deinem jeweiligen Arzt nachfragen, was am meisten Sinn macht. Und in den meisten Fällen ist es halt eben so, dass die großen Schnitte Sinn machen, vor allem bei einer großen Oberweite. Natürlich gibt es auch Ergebnisse, wo kleine Schnitte sind und die sind richtig ausgezeichnet. Das ist halt leider nicht überall möglich. Dann, es ist ja so, dass bei den Männern die Brustwarzen viel, viel kleiner sind und bei den Frauen eben größer. Und in der Regel werden die Brustwarzen halt ausgeschnitten und auch kleiner gemacht. Und bei der Eindrehmethode wird die Brustwarze nicht komplett abgenommen. Und wenn die Brustwarze nicht komplett abgenommen wird, dann ist das Gefühl dementsprechend auch wahrscheinlich noch da. Aber, also bei mir wurde die Brustwarze komplett abgenommen und woanders eben hingesetzt. Und natürlich habe ich jetzt momentan kein Gefühl. Aber ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten geredet, die schon 2 Jahre die OP hinter sich haben. Und es ist tatsächlich so, dass das Gefühl irgendwann wiedergekommen ist. Kann natürlich auch sein, dass das Gefühl nicht mehr kommt. Aber das sind so die zwei wichtigen Dinge. Also die Brustwarze wird verkleinert und es gibt große oder kleine Schnitte. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. Und ansonsten würde ich sagen, sei mutig und bis morgen Abend.